Und zwar ist eigentlich egal. Und zwar funktioniert das auf meinem iPad nicht mehr. Es hat geupdatet und dann war es einfach drüber. Ja. Bedienung hier ist recht einfach. Das Spiel ist gratis. Ich starte das jetzt aktuell über Windows. Das bedeutet, wer Windows 10 benutzt, kann sich das Spiel gerne runterladen. Das gibt es im Microsoft Store. Das hat mich so ein bisschen überrascht. An sich ist das super. Mir gefällt das Spiel. Wie gesagt, als RPG für Tablets kann ich das nur empfehlen. Du bist auch nicht mit Werbung oder so zugemüllt. Ein bisschen klar, natürlich ist es halt ein Free-to-Play-Game. Aber eigentlich hat halt einen Ingame-Shop. Muss man, soweit ich weiß, nicht benutzen. Dementsprechend ja. Ich werde es jetzt nicht von vorne anfangen, um euch einfach mal einen Dingsbums zu geben. Das Spiel gibt es nur auf Dingsbums. Das Spiel gibt es nur auf Englisch. 3 Victories in der Arena, komplett eine Mission in Vortex und crafte 5 Items. Ja, du kriegst halt ganz viel. Ganz viel. Du hast deine Einheiten, du bist ein Beschwörer sozusagen. Du musst deine Einheiten so ein bisschen managen. Ja. Und ja, das Spiel heißt Brave Fronter. Sekunde. Gucken, ob Twitch das drin hat. Jawohl. Ich habe mit Vargas angefangen. Du kannst am Anfang kannst du dir ein paar Leute aussuchen, aber in der Regel hatte ich ein bisschen Glück gehabt. Bei meiner ersten Beschwörung habe ich die Dingsbums gehabt. Hier diese. Ich weiß nicht, ob es ein Männlein oder Weiblein ist. Also ich habe hier den Filter angemacht. Nach Seltenheit natürlich. Und ich hatte halt ein bisschen Glück beim Beschwören. Mit dem ersten habe ich hier angefangen. Der hat, glaube ich, 7 Sterne. Das ist Warning Moon Misodorte. Ich weiß nicht, ob es ein Typ oder ein Mädchen ist. Weiß ich nicht so ganz. Aber der ist relativ stark. Das Problem bei diesen starken Leuten ist, sie brauchen eine hohe Kapazität. Und abhängig von deinem Beschwörer-Level kannst du zum Beispiel nur so und so viel, hast du nur so und so viel Beschwörungspunkte, ja. Also, das ist aktuell eine ziemlich gute. Die habe ich auch bekommen. Ich habe kein Geld in das Spiel investiert. Ja, man sieht halt, ein Markenzeichen von dem Spiel ist, die zeigen immer so 1 oder 2 Augen. Ich glaube eher so 1. Und die Icy Steel René. Icy Steel René. Die haben halt dafür keine Gesichtsanimation. Also keine Nase, keinen Mund. Hat so einen gewissen Charme. Ich weiß nicht, was für eine Seltenheit das ist. Auf jeden Fall habe ich die bekommen und habe die maximal evolved. Also die kannst du auch weiterentwickeln. Bedeutet, wir nehmen jetzt mal... habe ich hier gerade irgendwas zum Zeigen? Nein, ne? Ich habe zum Beispiel hier die... Gucken wir uns an. Hier die Twin Gem Rickle. Die kann bis Level 40 gelevelt werden, indem man sie mit anderen Einheiten fusioniert. Weiter geht nicht. Einfach aus dem Grund her, du musst die Einheiten ja weiterentwickeln. Das bedeutet, ich drücke jetzt hier drauf und hier unten steht, was ich halt brauche, damit die sich weiterentwickelt. Wenn die sich weiterentwickelt, dann machen wir mal Vollbild. Wenn die sich weiterentwickelt, dann kann die mehrere Level erhalten. Das habe ich mit meinem Vargas natürlich auch gemacht. Der ist schon auf Stufe 2 entwickelt. Und hier brauche ich halt diese Sachen noch. Dann kann ich ihn auf Stufe 3 entwickeln. Kostet ein paar Zähl. Hier ein bisschen Kohle. Und so weiter und so fort. Sekunde.
Und ja, dementsprechend kann man die ein bisschen weiterentwickeln. Manche Leute hier, die zum Beispiel, die beiden, das sind Brüder, da hatte ich wirklich Arschglück gehabt, dass ich die bekommen habe. Hallo, Spiel? Ich würde gerne... Ah, nee. Erstmal viewen. Die mit diesem besonderen Stern sind fertig entwickelt. Dementsprechend kannst du die auch Level 150 bringen. Ich bin nicht so ganz sicher, ob ich die beiden nehmen soll. Weil Feuer habe ich ja aktuell. Das bedeutet, hier kannst du auch deine Favoriten so ein bisschen auswählen. Da ist hier die Kleine schon mal mit dabei, die später immer in Finalsquad reinkommt. Die Storm Shammer Fenia. Dann habe ich noch die hier als Feuerdame. Die Commander Larissa. Und ja, für die Menschen, man kann es natürlich ein bisschen planen. Du hast hier verschiedene, unten hier sieht man, hast du verschiedene Sachen, wo du halt hier so ein bisschen wechseln kannst. Mein Squad ist ungefähr so, ich habe 164 Punkte aktuell. Und die habe ich hier natürlich größtenteils ausgenutzt. In der Mitte ist der Anführer. Der hat auch dann einen Party-Buff. Und ja, dementsprechend ja, ich zeige euch das mal, wie das mit dem Fusionieren geht. Warte mal. Ich muss erstmal meinen Squad managen. Also hier ist natürlich mein Final-Squad drin. Bedeutet, hier kommt jetzt dann später noch die hier rein. Also die beiden kommen dann noch rein. Dann bin ich eigentlich soweit fertig. Vielleicht nehme ich auch die. Die ist eigentlich auch gar nicht mal schlecht. Bin ich noch nicht so ganz sicher. Ich will aber nicht zu viel Feuer, ich will nicht zu viel Feuer haben. Obwohl, die ist Erdelement, Wasserelement. Ja, ist eigentlich ganz gut, wenn ich dann hier die hier reinmache und eine von den beiden Mädels. Wie man sieht, die normalen Charaktere, die haben alle kein Gesicht. Und dementsprechend, ja, ist auf jeden Fall ziemlich chillig und schön das Spiel. Natürlich die richtige, richtige Währung des Dingsbums. Sind die Diamanten. Deswegen nehme ich erstmal das hier wieder, um einfach mein Level aufzuwerten und dann hier weiter hochzukommen und dann mein, meine Endparty dann halt wirklich so zu benutzen. So, hier kann man seine Units, also seine Einheiten so ein bisschen beschwören. Muss man immer so ein bisschen gucken, es ist immer ein bisschen schwierig. Ich kann zwei Stück. Mach ich mal. So. Ich wurde beschworen. Are you sure you don't want my sister? I mean, I still do whatever I can, of course. Okay. Mega Rare ist eigentlich auch nicht schlecht. Hat auch 7 Sterne. Ist vom Typ Leader Skill, Hungry Boost Fire, Water Element Damage und 15% Schadensreduktion. Okay. Wasser. Oh, das ist immer so ein bisschen schwierig. Ich glaube, da muss ich mich mal einfach mal in der Wiki so ein bisschen einlesen. Was ich da so bekomme. So, das ist am Anfang sieht man das und man hat so ein bisschen Glück, wenn die Tore platzen und kaputt gehen. Dementsprechend kriegst du dann immer eine Seltenheitsstufe. Wenn das Tor kaputt geht, kriegst du nochmal etwas Stärkeres. Eigentlich ganz lustig. Die Frage ist halt nur, was ist jetzt gut und was nicht gut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ist auch Tesh Armor Bayork. Also da muss man sich natürlich extrem viel mal reinlesen in sowas, was halt gut ist und was nicht. Habe ich jetzt nicht gemacht. So, du kannst natürlich auch Freunde einladen. Superman, ja, den nehme ich doch mal mit als Freund. Das bedeutet, du machst Quests und kannst immer einen Freund beschwören. Der hilft dir dann so ein bisschen. Und du kriegst dann so Ehrenhaftspunkte. Dementsprechend immer so unterschiedlich. Und die können dir natürlich auch Geschenke senden, wenn sie Bock haben. Jo, ansonsten hast du noch hier diese Stadt, wo du verschiedene
Materialien sammeln kannst. Also auf dem iPad hat mir das ultra viel Spaß gemacht. Ist vielleicht ein bisschen langweilig für Spiele wie zum Beispiel für ein PC-Spiel natürlich. Aber ja, hier kannst du halt verschiedene Musikdinger halt anhören. Synthetis, das bedeutet, du kannst hier verschiedene Dingsbums. So Items kannst du dir halt craften, die du im Kampf dann einsetzen kannst. Die musst du dann theoretisch selbst machen, Synthetis oder Sphären. Sphären sind so kleine Kugeln, die du deinen Beschwörern geben kannst, deinen Beschworenen geben kannst. Aber hier habe ich nicht so viel, das kommt erst später. Ich habe das Spiel noch nicht so viel gespielt. Dementsprechend, Entschuldigung. Jo. Hier kannst du deine Stadt ein bisschen upgraden. Das machst du mit Karma, was du auch im Laufe des Dingsbums sammelst. Ja, River habe ich Max, Farm habe ich Max, Forest habe ich Max. Und das sind die Ressourcen, die werde ich jetzt erstmal maximieren. Und dementsprechend, ja. So. Ja, ich wollte es euch auf jeden Fall mal kurz vorstellen. Vortex Gate ist natürlich schwierig einzuschätzen im Vortex Gate, was jetzt gut ist und was nicht. Deswegen nehme ich mal ganz normal die Quest. Da bin ich jetzt auch nur auf der zweiten Stufe. Wie gesagt, ich habe es erst frisch angefangen. Du hast oben links deine Energie. Die lädt sich Stück für Stück auf. Dementsprechend, ja, hier bei der aktuellen Quest kriege ich 4x EXP. Ich brauche 7 Energie und 8 Kämpfe stehen mir davor. Und hier kann ich natürlich jetzt Freunde rufen, die mir dann... Also ich kann fremde Leute zur Hilfe rufen. Das bedeutet, du kämpfst immer mit 6 Charakteren. 5 hast du und ein Anführer, der Anführer von deinen... Hier kannst du einen Anführer beschwören. Wenn du einen Fremden beschwörst, kriegst du 40 Punkte auf Ehre. Und wenn du einen beschwörst, der, mit dem du halt befreundet bist, gibt es natürlich das Doppelte. Mal den Superman angucken. Und ja, die Energie wird dir abgezogen. Das bedeutet, das Spiel ist von seiner Länge her, wenn du es normal spielst, ohne jetzt massiv Geld reinzustecken, ist das Spiel zeitlich begrenzt. Du kannst es jetzt keine 5 Stunden spielen. Kannst aber jede Stunde mal wieder reingucken für ein paar Minuten. Dementsprechend ist eigentlich ganz lustig. Du kannst natürlich den Auto-Battle nehmen. Wir machen jetzt erstmal zweifache Geschwindigkeit, das reicht. Hier rechts ist mein Squad sozusagen, hier hinten ist der Kumpel. Und das sind halt hier so meine Beschwörer-Leute. Brave Burst ist der Special-Skill, den du aufladen musst und alles andere sind normale Attacken. Hier kannst du das Ziel anwählen. Ja, das hat auch ein Stärken-Schwächen-System. Das bedeutet, die Pflanzen oder die erdgebundenen Kämpfer sind natürlich gegen die hier Donner. Sieht man, HP 1 ist Donner. Das ist natürlich stark. Wasser ist stark gegen Feuer. Feuer ist stark gegen Erde. Erde ist stark gegen Blitz. Blitz ist stark gegen Wasser. Licht ist stark gegen Finsternis, Finsternis ist stark gegen Licht und so weiter und so fort. Und ja, gucken wir mal. Wie gesagt, ich hatte mit meinen Squads am Anfang relativ Glück, weil die gerade halt so einen Beschwörerbonus drin hatten. Das bedeutet so viel wie, ja, die normalen Standardquests sind auch nur die Standardquests, die sind relativ einfach. Und nach jeder Gegner hinterlässt halt ein paar Herzen, ein paar Kristalle. Die Kristalle laden das Brave Burst auf und das sind dann so Special Moves. Hier zum Beispiel der Vargas. Wenn ich den jetzt draufklicke, kann ich nach oben drücken. Und dann macht er halt einen Fire Player und haut allen Gegner mal was rein. Und das sieht dann halt immer ziemlich episch aus. Je nachdem, wie du deine Einheiten fusionierst und Levels, kannst du das Brave Burst natürlich auch kannst du das Brave Burst natürlich auch aufleveln. Das bedeutet, es gibt auch eine Stufe 2 und ein Overdrive, aber soweit bin ich halt noch nicht. Jo, ich habe das damals auf meinem iPad Mini 2 gespielt. Das war noch zu der Zeit, wo ich Florenzia Let's Plays und so ein Kram gemacht habe.
dementsprechend, ja, es ist schwierig, weil, wie gesagt, das iPad ist ja komplett kaputt gegangen. Und, da ist mir halt, ja, Sprite ist mir da reingelaufen. Da war leider nichts mehr zu retten. Dementsprechend musste ich halt mit meinem anderen iPad neu anfangen. Das sind jetzt die Gegner. Die Endbosse, aber die sind eigentlich auch relativ easy. Also die Main Quests sind sehr, sehr einfach. Ich weiß halt, das Problem ist, du kriegst hier leider nicht gezeigt, was jetzt gut ist oder nicht. Ne? Du machst halt die Main Quest weiter. Ich habe jetzt ein Level bekommen. Und da stand jetzt drin, hier kriegst du ein paar Materialien. Hier kriegst du Einheiten, die sich dir dann anschließen. Und dementsprechend, ja. So. Kannst natürlich hier weitermachen. Beim Vortex gibt es die stärkeren Quests. Da gibt es auch massiv Erfahrung und so weiter. Ich will aber erstmal gucken. Die Einheiten. Du hast nicht unendlich. Hier sieht man, ich habe insgesamt 145, weil die Diamanten, die ich bekomme, benutze ich alle, um meine, hier um diese Units Kapazität zu erweitern. Dementsprechend, ja. Okay. So, ich habe jetzt ein paar Hafien gefunden. Da kann ich dir das mal zeigen. Ja, für die Hafien brauchst du nur so ein Mimik. Die müssen aber voll aufgelevelt werden. Das bedeutet, du musst die auf Level 12 fusionieren. Und ja, auch wenn der Gegner, auch wenn deine Dingsbums, deine hier die zum Beispiel hat ja schon Maximum Level, kann aber trotzdem noch mit anderen fusioniert werden. Ja. Wenn hier dieses Baby-Up mit Fragezeichen steht, das Grüne, dann kann es sein, dass der Brave Burst aufgelevelt wird. Man Stufe 1 braucht 10 Level im Brave Burst. Manchmal gibt es auch so, wie heißt's, so, na, Einheiten, die das garantiert steigern. So, die ist Level 120. Bringt das was? Du kannst bis zu 5 Einheiten auf einmal fusionieren. Die ist aber schon Maximum Level. Dementsprechend bringt das jetzt nichts, die weiter zu leveln. Die ist auch Level 120. Ich glaube, pro Aufleveln gibt es 30 Level dazu. Und später dann... Und ich glaube, das Maximum ist dann 150. Ja, ich könnte die natürlich aufleveln. Die ist auch in der Party. Die ist nur Level 80, die ist noch nicht... Grüß dich, Misukine. Ja, es ist wirklich schwierig, gerade zu entscheiden. Ich mache mal das hier. Ich werde jetzt hier diese Dinger nicht benutzen, sondern einfach nur die drei, weil die relativ... Das sind relativ billige Einheiten. Und das sieht dann ungefähr so aus. Wir fusionieren dann zusammen und dann siehst du, wie viel XP du bekommst. Hier natürlich Brave Burst Level 1 von 10. Liegt einfach daran, dass ich noch so wenig gespielt habe. Dementsprechend, ja, sieht man das alles. Ja, muss man sich ein bisschen reinlesen, reinfixen. Macht natürlich, wie gesagt, auch Spaß an sich. Kannst natürlich auch Einheiten verkaufen. Es gibt ein paar Einheiten. Wo sieht man das dann? Es gibt ein paar Einheiten, wie zum Beispiel die Juwelensäcke. Die kannst du zwar auch zum Fusionieren benutzen, aber die geben ziemlich viel Gold. Also Zähl heißt das hier im Spiel. Da macht es natürlich Sinn, dementsprechend diese Charaktere dann einfach zu verkaufen. Jo, Vortex, das sind sozusagen Event-Quests. Und da kommt man nicht so leicht ran. Blubhaven, ich glaube, von denen brauche ich noch ein paar. Okay, das sind neue Sachen. 5 Kämpfe, 20 Dingsbums. Die anderen habe ich schon gemacht, mache ich mal so eins. Kostet natürlich sehr, sehr viel Energie. Cthulhu, nehme ich mal Cthulhu, das ist so ein... So, habe ich Booster-Items? Nein, habe ich nicht. Okay, ich musste mich eigentlich mal auch um meinen, hier um mein, Item, mein Item-Management kümmern, aber bis jetzt brauchte ich das eigentlich nicht. Entweder waren die Gegner so übertrieben, dass sie mich gleich gewone-hittet haben, oder nicht, das steht hier halt nicht, das musst du wirklich probieren. Finde ich ein bisschen schade. Jo!
Wenn euch das zu schnell geht, kann ich natürlich die Geschwindigkeit nur auf mal 1 machen. Wir werden das auch nicht nicht so lange spielen. Ich wollte euch eigentlich nur mal... Ja, das sieht natürlich schon ganz anders aus. Hier mein Vargas macht kaum Schaden. Vielleicht doch. So, warte mal. Der macht jetzt... Achso, ja, die Niala macht ja nur Schaden auf einen. Das ist natürlich schade, wenn die... Ja, du kriegst halt hier auch Einheiten. Oben rechts siehst du, was du bekommst. Hier links ist das Gold, was du bekommst. Da ist natürlich jetzt gerade das im Weg. Hier oben links siehst du, was du bekommst an Energie. Hier, das ist das Karma. Und oben rechts die Einheiten, die du bekommst. Und ja, an sich macht es ziemlich viel Spaß. Ich habe das damals wegen der Freundin angefangen. Da hatten wir gemeinsam miteinander gespielt. Oh, da die Marietta ist einfach super. So, das ist also der Endkampf. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn du es normal auf normaler Geschwindigkeit spielst, fühlt sich das so langsam an. Aber für ein Tablet, für ein iPad ist es einigermaßen in Ordnung. So, Alessa, mach mal hin, Mädchen. Jo. Und die bufft die Gegner noch, das ist super. Mich noch. Ja, es ist immer schwierig. Also ich mache immer mindestens doppelte Geschwindigkeit, weil alles andere fühlt sich einfach so langwierig an. Ja, 8000 Zell, 3000 Karma, ein paar XP. Das ist okay. Ein paar Materialien. Ja, das ist, diese Einheit braucht man, glaube ich, zum Upgraden. Ich glaube, die Mizukine ist noch da. Weiß ich aber nicht. Hm. Falls du noch guckst, Mizukine. Horizon Zero Dawn am besten nicht mit Dingsbums. Nicht mit Shadowplay. Nicht mit OBS Stream. Ah, Metal Parade. Ich habe keine Metall Keys. Okay. Season Past. Ich gucke mich einfach hier mal ein bisschen um. Easter Madness. Ich glaube, das könnte lustig werden. Hm. Wie gesagt, es ist immer gerade ein bisschen schwierig, weil ich habe mir den Stream von der Mizukine mal angeguckt. Also Horizon Zero Dawn mit OBS kannst du vergessen. Dafür... Das war extrem grausam zuzugucken. Ja, machen wir mal Auto. Automatisch macht es automatisch. Vorteil ist, du kannst dich entspannt nach hinten lehnen. Nachteil ist natürlich, wie heißt's? Du kannst dich entscheiden, wer den Brave Burst benutzt. Das bedeutet, die werden einfach... Die warten nicht ab und gucken die Automatik. Sondern die hauen einfach alles raus. Auch wenn es ein Overkill ist. Und ja, es ruckelt ein bisschen. Dementsprechend. Ja, so ist das. Oh, die Margarita, super. Von 10er kannst du nichts sagen. Na doch, wir sind wieder alleine. Ne, in der Regel nimmt man die Vortex-Aufgaben auch nur, um Einheiten zu sammeln. Muss mal gucken. Ich würde euch ja, ich würde, beziehungsweise dir, ja eigentlich ganz gerne noch die, wie heißt's,
die Arena zeigen, aber ich bin aktuell am Anfang einfach so schlecht, dass ich nicht wirklich gewinne. Und da kannst du dann halt gegen andere Spieler spielen. Und ich denke mal nicht, dass mein Managed Squad dementsprechend noch gut genug ist. Also meine Party. Dementsprechend erstmal entspannen. Ja. Ist für mich gerade ein bisschen ungewohnt, nicht auf drei Monitore zu achten. Aber, naja, wie gesagt, gratis. Frisst kaum Ressourcen. Und wem sein Tablet das nicht mitmacht. Hey, you must have a good taste among me like you did. Now let's have some fun. Ich finde es halt super, dass sie da diese Anime-Augen drin haben, aber sonst keine Gesichter. Das hat so einen gewissen Charme. Kiep, 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 kiep. Ach du Scheiße, was ist denn das für ein Vieh? Hundi! Mit riesen Ohren. Alles klar. Ja, so kann man halt Einheiten sammeln. Ich persönlich mache das halt so. Manche von den Sagern sind einfach von Arsch. Clear, clear. Oh, ich brauche 30 Energie. Ich habe nur noch 24. Ja, ja, am Anfang muss man seine Energie mit seiner Energie echt haushalten. Flower in the Frost. Das klingt super. Okay, Level 1, 2, 3 und 4. Weißt du was? Ich mache Level 1 und guck mal, wie es mit Level 2 dann läuft. Aber ich glaube nicht, dass ich das schaffe bis dahin. Nimm ich mal diesmal die Emily. Und dann können wir noch 2, 3 Aufgaben so machen. Naja, auf jeden Fall. Ja, Horizon Zero Dawn und OBS ist keine gute Kombination, weil das Stream grausam wird. Das sind jetzt viele, hier zum Beispiel, der hat jetzt dieses Erdelement oder dieses Pflanzenelement, das sind meine Feuerdinger jetzt gut und ich Vollidiot habe die natürlich jetzt alle im, bei diesen Feuerdingern rausgehauen. Und bei diesen Wassertypen und das sind meine Erdangreifer natürlich jetzt in der Regel schwach. Aber da ich eine sehr hohe Sterngruppe habe aktuell, kann ich eigentlich nicht meckern. So, Meerjungfrau Merman, Bandit Zaza und was haben wir hier? Deep Leon. Komm. Vargas, hau mal raus. Ja, ich bin natürlich overleveled. Weil ich ganz viele Einheiten halt bekommen hatte. Und ich die dann Stück für Stück rausgehauen habe. Dementsprechend, naja. Ich guck mal, wie lange meine Energie geht und dann wechseln wir das Spiel, das ist ja klar. So, Witch Morgana, was hast du denn? Yo. Emily mal überhaupt nicht übertrieben. Mal gucken, was meine Leaderin oder mein Leader so drauf hat. Okay, ich glaube, der ist auch ein bisschen übertrieben. In der Arena sieht man dann, trennt sich dann die Spreu vom Weizen. Und ja, da ist man ganz schön im Arsch. Jo, ansonsten, meine Schränke habe ich heute größtenteils auseinandergebaut und fertig gemacht. War an sich ganz gut. Nur bei dem den einen Schrank hätte ich vielleicht auseinanderbauen müssen. Und nicht als Ganzes in den Flur stellen müssen, weil da habe ich mich nämlich verhoben. Und jetzt habe ich halt so ultra Rückenschmerzen. Also, ich werde jetzt hier sitzen bleiben. Ich kann nicht aufstehen. Nicht ohne brennenden Schmerz im, in der Bandscheibe. Das letzte Mal so Schmerzen hatte ich, wo ich beim Holzhändler mich überhoben habe. Es ist grausam, wenn du einmal Probleme mit dem Rücken hast, weil du dich überhoben hast oder so, dann wirst du die nie los. A summoner, I was called out by some kid. Oh well, I'll help you. Oh, ein Beschwörer. Ich wurde von irgendeinem Kind beschworen, aber ich helfe dir. Alles klar. Super, das ist die Socaris Lily, die Beschwörerin Lily. Ja, aber in der Regel ist es auch eigentlich nur entweder Verkaufsfutter oder Kanonenfutter.
habe noch 15 Energie. Oh, the past less traveled. Alles klar. Nehme ich mal mit. Die Emily hatten wir ja eben schon. Dann, das bedeutet, hier siehst du auch natürlich Freunde und hier kriegst du keine Honor-Level mehr. Das bedeutet, je mehr Leute du halt, du solltest halt immer schon verschiedene Leute reinsetzen, um dein, um deine Ehrenpunkte bekommen, aufzufüllen. Und alle 2 Minuten bekommst du einen Energiepunkt. Oder natürlich beim Level-Up kriegst du auch deine Energie voll. Und dementsprechend kannst du dir dann ausrechnen, wann es wieder für dich Sinn macht. Halt das Spiel wieder anzuschalten, wenn man es aktiv spielen will. Ah, wollte schon sagen. Ich dachte, mein Ton ist abgeschürzt, aber das sind natürlich manche Bugs. Manchmal das Spiel einen kleinen Soundbug. Liegt aber nicht am Spiel selbst. Ich glaube, es liegt einfach nur daran, dass ich das auf dem PC spiele. Dementsprechend nehme ich an, dass es einfach ein Portproblem ist. Jo, gut. Komm, Mädchen, hau mal raus. Machen wir die Skelettens fertig. Das Problem, es gibt nur ein kleines Problem, was mich so ein bisschen stört. Du kannst die Statuseffekte nicht sehen. Ja, ansonsten wurde ja schon gefragt, was wir so spielen. Wir können natürlich Dragon Ball Z Kakarot weitermachen. Und darauf hätte ich Lust, beziehungsweise was heißt weiter? Mein Problem ist, ich habe halt offscreen weitergelevelt. Und dementsprechend ist es halt die Frage, ob ich vielleicht nochmal von vorne anfange, damit ihr den Anfang mitkriegt. Und dann fangen wir es mal richtig an. So, ich habe 6 Energie. Das bedeutet, jo, 6 Energie, 44. Alle 2,5 Minuten, das bedeutet 10 Minuten sind 4. 2,5 Minuten kriege ich eine Energie. Das sind 10 Minuten 4. 4 Energie. 4 mal 11 sind 1100, 110 Minuten. Bis ich 44 Energie gemacht, gefüllt habe und regulär dann wieder auf 50 komme. Kannst du natürlich im Shop dir mit Gems deine Energie auffüllen. Und hier sind natürlich die Preise. Sind noch human. Hier kannst du mit Gems kannst du dir dann die maximale Unit-Kapazität holen. Und meine verdienten Diamanten gehen halt alle hier in die Unit-Kapazität auf, damit ich einfach ein bisschen Spielraum habe mit den Einheiten, die ich fange. Kannst natürlich auch Item-Kapazität, braucht man aber in der Regel nicht so wirklich. Also brauchte ich bis jetzt nicht so sehr wie das mit den Einheiten. Irgendwelche Stempel kannst du dir holen. Ich weiß nur nicht, ob das was bringt. Und Freundeskapazität, aber hält sich eigentlich auch in Grenzen. Und natürlich kannst du dir so Bundles holen. Aber es ist natürlich die Frage, wie teuer das wird. Und naja. Eigentlich bin ich mit dem Spiel ganz zufrieden. Das ist okay, kann man nicht meckern. Ist ein netter Zeitvertreib, ist aber auch wirklich nur ein netter Zeitvertreib. Energy ist nicht full. Wieso ist Energy full? Hinterfragen wir das mal nicht. Warum kann ich hier was sammeln? Warte mal. Honor? Ah, stimmt. Ehrpunkte. So, ich habe jetzt 3 Stück eingesetzt. Okay. Was bekomme ich?
Ah, der. Die sind eigentlich ganz gut. Das sind XP-Bomben. Das bedeutet, wenn du eigentlich eine Einheit willst, die du jetzt nicht... hier zum Beispiel auch. Das ist jetzt einer. Hier unten steht immer so, was du da machen kannst. Den kannst du zum Beispiel verkaufen, um einfach eine Menge Gold zu bekommen. Das brauchst du auch. Und hier kannst du natürlich eine Einheit mal so richtig aufpushen. Das zeige ich euch jetzt, zeige ich dir jetzt mal. Nehme ich einfach mal irgendeine Gammeleinheit. Nö, eigentlich nicht. Warum nehme ich nicht eine von meinen Mädels? Ich muss nur gucken, welche schon. So, die ist fertig aufgelevelt, ne? Jawohl, Mädchen. Was ist mit dir, Baby? Ja, du bist auch 120. Super. Du musst es auch 120 sein. Braves Mädchen. Was ist mit dir, mein Bursch? Jawohl. Der hat seine Mädels im Griff. 89 von 120. Du könntest noch ein bisschen was gebrauchen, Liebes. Und du müsstest doch auch soweit sein. Genau, du musst noch eine Evolution machen, aber du hast nur 5 Sterne. Das bedeutet, die will ich jetzt nicht so hochpushen. Obwohl, die würde ich gerne in meinen nächsten Squad mit reinnehmen. Die Finja. Weißt du was, dann leveln wir die mal. Für später dann einfach. So, Finja. Die beiden. Und hier unten sieht man dann in der Regel schon, wenn alles normal läuft, kommt die direkt auf Level 40. Und manchmal hat man Glück, dass man eine gute Fusion bekommt. Und dann ist die XP... Alter, guck mal, wie die aussieht. Das war, glaube ich, eine gute Idee. Manchmal hier Great Success, großer Erfolg ist zum Beispiel die XP mal 1,5. Kannst du natürlich skippen. Und das ist eigentlich immer ganz lustig. Du kannst auch noch Super-Erfahrung haben. Dann ist das, dann ist die XP, die du bekommst, mal 2. Also die Voraussicht hat gesagt, bis Level 40, glaube ich. Ach komm, skipp mir das mal. Na, Level 47, das ist okay. Ja. So, ansonsten natürlich, wenn du zu viel hast, kannst du auch Einheiten verkaufen. Die bringt jetzt 15.000, das ist jetzt nicht viel. Aber wir haben ja hier unten diesen Geldsack bekommen. Und der bringt halt 20.000. Für mehr ist ja auch nicht gut. Also hier diese Geldsäcke kannst du wirklich verkaufen. Hier Breaker, Jewel King. Die Jewel Kings sind immer für Money gut. So, jetzt will ich aber nochmal was gucken. Ich will nämlich nicht zu viel Einheiten haben. Also du kannst hier mit, was mir halt sehr gut gefällt, ist, du kannst mit den Einheiten sehr viel Zeit benutzen. Okay, Baby ab, aber der hat auch so viel Sterne. Hier ist ein möglicher Baby-Up, hier auch. Und die... Ich krieg jetzt kein Level mehr. Mist. Wie gesagt, das ist halt Glück. Das ist halt Glück, was das angeht. Ja, Brave Boss Level Up. Super, freue ich mich. So, das war's aber auch. Okay. Ja, die wird dann für meinen Squad richtig gut aufgebaut. So, ich bin Level 46. Ich habe 165. Hier sieht man auch, wie viel was kostet. Diese Einheit. Und hier sieht man natürlich, das ist natürlich eine Master-Einheit. Die kostet diese Einheit, hier die kleine alleine hier. Kostet 60.
Und warum habe ich den dritten? Warum ist da das Cowgirl drin? Ich meine, klar, will jetzt nicht meckern, aber warum habe ich drei Squads? Ich mal ganz kurz überlegen. Okay, wenn ich hier die jetzt rausnehme. Aber die will ich eigentlich drin lassen. Die würde ich gerne rausnehmen. Wenn ich die rausnehme, habe ich 21 übrig. Plus 4 sind 25. 25. 25 mögliche Einheiten. Das merken wir uns mal. 25. Die hat eine Kosten von 46. Okay, das wird so nix. Und die natürlich 60, das ist klar. Ah, warte mal, was ist denn mit der hier? Aber ich glaube, die hat auch... Oh, 52. Die kommt in mein Endsquad rein. So, die hier. Dann kommt die da noch rein. Hier wahrscheinlich. Und die Wasserdame. Obwohl, ich bin mir da gar nicht sicher. Die beiden. Ich muss echt mal gucken. Warum habe ich denn die Wasserdame nicht als... Warum habe ich die nicht? Die muss ich mir mal angucken. Die ist neu, glaube ich. Stimmt, die ist relativ neu. Kostet 46. Kann ich eigentlich auch mal als Favorit adden. Schön ist, wenn du... deine Favoriten werden hier oben festgesetzt. Und... Da siehst du es dann schon. So. Jetzt will ich mal gucken, wenn ich hier so entwickeln kann. Hier sieht man natürlich, die beiden kann ich nicht entwickeln, weil die schon das Sternchen haben. Das bedeutet, die sind fertig. Hier brauche ich noch eine Menge. Hier brauche ich auch noch eine Menge. Hier brauche ich auch noch einige Totems. Für die brauche ich auch noch einiges. Ich glaube, hier kann ich niemanden entwickeln. Eins von diesen Mimics brauche ich noch. Dann könnte ich die entwickeln. Kostet eine halbe Million. Aber ich habe ja 1,1. Kann ich den entwickeln? Nee, dafür fehlt mir das. Was ist eigentlich mit der Kleinen hier? Die finde ich eigentlich ganz chillig mit diesen zwei Revolvern. Aber dafür fehlt mir halt auch noch was. Das ist natürlich ganz geil, dass ich die bald entwickeln kann. Da wäre natürlich die Frage, ob ich hier vielleicht sowas farme. Ich weiß, wo es die in etwa gibt. Die Mimics sind sozusagen... Nein! Die Squad will ich doch gar nicht. Ich meine, ich könnte es mal probieren, klar, natürlich, aber... Ich glaube nicht. Lieber auf Nummer sicher gehen. Jo. So, mach ich mal eine Quest. Die Mimics kriegst du... Es ist immer schwierig zu entscheiden, wo und wie du die Mimics kriegst. Einfach aus dem Grund... Die Mimics kommen halt aus Schatztruhen raus. Ja, manchmal sind Schatztruhen halt so Mimics und die greifen dich dann an. Und nur da kriegst du dann auch dementsprechend die... wie heißt's? Die Dingsbums. Ich finde es immer wieder cool, wie die mit ihren Drachen oder Haaren, was weiß ich, was das ist, einfach schießt. Ja, der Minotaurus hält ordentlich was aus. Sky Pirate Grafel. Warum fühle ich mich da so ein bisschen angesprochen? Ah, ich habe noch den Burning Vegas. Stufe 2, der andere.
Der ist schon weiterentwickelt, der ist schon der Feierkönig. Oh, Dancer May. Jo, kannst ja mal schreiben, wie dir das Spiel so gefällt, wie das so aussieht. Ich finde es eigentlich ein ganz netter Zeitvertreib. Ich meine, so lange habe ich jetzt auch nicht unbedingt gespielt. Und wenn man das aktiv spielt, ist man in einer halben Stunde mit seinen Energiedingern fertig. Und für zwischendurch ist das super. So, das ist eine normale Truhe. Manchmal, wenn die so ein bisschen wackeln, manchmal wackeln die so ein bisschen, da kommt da so eine Mimik raus. Und dann kriegst du die Einheit. Darauf spiele ich gerade ein bisschen. Ah, zwei Truhen. Ach Mist. Wenn da zwei oder drei Truhen sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass das andere eine Mimik ist. Das ist ein schönes Spiel, also so für ein Tablet-Spiel wunderbar. Also mir gefällt es, ist ganz entspannt. Ist natürlich schade, da gab es auch mal das gleiche, gab es auch mal Brave Frontier. Hier, jetzt wackelt, siehst du, wie es wackelt? Jetzt kommt da so eine Mimik raus. Die ist relativ stark. Vor allem, wenn man nur mit schwachen Einheiten rangeht. Aber da ich ja mittlerweile durch das alte Spielen gecheckt habe, dass die Einheiten anhand von ihren Sternen, die Stärke der Einheit anhand von ihren Sternen einkategorisiert werden, konnte ich das ein bisschen dodgen. Das bedeutet, bei meinem ersten Mal spielen habe ich halt das genommen, was halt ging und habe eigentlich nur das genommen, was ich so ganz cool fand, was so vom Aussehen her ganz niedlich war. Oh, Thunder King Eath. Thunder Eath ist auch, glaube ich, der Feuertyp, den du kannst theoretisch mit jedem Typen anfangen. Wenn du halt beginnst, kriegst du einen Beschwörer, kriegst du eine Beschwörung. Und da kannst du halt auswählen, welche Kategorie du nehmen willst. Also kriegst du von jedem Element einen. Und im Laufe der Questreihe begegnen dir die halt einfach. Ja, in der Questreihe zum Beispiel in der Wüste, da kriegst du dann zum Beispiel einen Vargas zum Beispiel als Endboss und so ein Kram. Jo. So, Karma, ein bisschen Energie, wunderbar. So. Materialien sind mir relativ egal. Ah, Mist. Bonus-Get. You revive. Ein Gem. Connect with Facebook. Nein. Das ist das Einzige, was ich gerade so ein bisschen an Werbung reinkriege. Ich möchte mich nicht mit Facebook aktivieren. Da könnt ihr euch den einen Gem da ruhig nerven. Am Anfang, wenn man das Spiel am Anfang startet, hat man natürlich viel Download-Content. Und jetzt bin ich in der nächsten Aufgabe der Quest. Du hast halt immer so verschiedene, so kleine Zwischensequenzen, die dir so ein bisschen die Story erklären. Klopf, klopf! Paris, excuse, entschuldigen Sie, Sir. According to our government source, the Arca Summoners Hall has taken control of Minas Southern Region. Okay, yes, so, darauf habe ich gehört. They are becoming quite a forbidden of the Grand Gaia 2. Gaia ist halt irgendwie die Gottheit und du hast halt irgendwie so eine kleine Göttin, die sich so ein bisschen dumm anstellt, die dich so ein bisschen hin und her begleitet und die dir sagt, was abgeht. I want to head to Colonel. Okay, der will weiter zu Colonel. Ja, bibapo, wir kriegen das mit, of course. And as for my normal duties, was gehört zu meinen normalen Aufgaben? Ich erkläre die Situation dem Emperor, dem Herrscher und danke, Sir. And that kind of bitte Firewall. Ja, kannst natürlich auch skippen, ne? Und Dark Figur. The Arcana Summoner Hall and the Elgaia. Ja, ja, komm. Der spielt ein zweites Spiel. Okay, gut, das weiß keiner. Es ist nichts Besonderes. So, alles klar. Concernia? Ich will aber zur Welt. Okay, Minastral, das ist das erste. Okay, da gibt es zwei Sachen. Hier fängst du an. Hier, clear, da. Wunderbar. Und hier ist Minastral. Und dann zur Welt kannst du dann zur nächsten Stufe. Ich verstehe. Aber ich habe doch das alles gemacht. Warum? Ah, hier oben links. So, das ist auch einer von den Jungs.
die du halt immer so ein bisschen ab und zu mal siehst. Hey, wer? Grafi. Ja, ich heiße Grafi, weil Graf Waldner hat nicht hingepasst. Graham escaped again. Blast, we were so close. And I lost more comrades. Alles klar. Dingsbums, er hat viele Kameraden verloren und der Böse ist wieder entkommen und pipapo. Und ja, ich werde ihn vernichten mit meinen eigenen Händen. Aber nun, wir Dämonen schlechter sind, are too few in number. Few sind zu viele. Few sind noch viele. Wir sind zu hoch an der Anzahl. So, we're heading back to the Summoner's Hall for Reinformation. Also, okay, weiß ich jetzt nicht so genau. Ich glaube, die sind einfach aktuell zu viele und müssen sich reformieren. Oh, hier ist sie. Ah, Sera Lux Bite, alles klar. Das ist jetzt irgendwie so eine besondere Kriegerin. Carl, it's no time for small talk. What is Grafi doing here? You're not part of the Demon Slayers, are you? Oh, Grafi and I just happened to meet here. Your next stop is Shrine and this. Ja, komm, die treffen sich hier zum Quatschen. Pipapo, und hast du nicht gesehen? Geht einem relativ am Arsch vorbei. Die sagt jetzt, dass ich nicht gut genug bin und so weiter und so fort. Und dann sagt ihm hier, dass ich in der Arena mal ein bisschen gewinnen soll und so weiter und so fort. Und dann zeige ich es der Alten und dann ist der Käse gegessen. Ah, ich habe nicht genug Energie. Ich könnte natürlich meine Energie aufladen mit einem Gem, aber pff, nö. Ja, meine Energie ist leer. Wunderbar, super, passt.